Herr Kraus, Sie hätten die Meisterschaft oder beziehungsweise die Relegation, um genau zu sein, die Relegation hätten Sie heute aus eigener Kraft erreichen können mit einem Sieg. Es hat nicht gereicht. Auch mit einem Unentschieden hätte es nicht gereicht. Wie groß ist jetzt die Enttäuschung? Ach, die Enttäuschung ist eigentlich jetzt gar nicht so groß. Ich denke, dass mir diese, so wie die Runde schon von Anfang an gelaufen ist, dass wir überhaupt noch mal in den Genuss gekommen sind, die Relegation dort zu schaffen. Klar waren wir jetzt dicht dran, aber die Enttäuschung, hielt sich in Grenze, zumal wir jetzt vom Konzept her und von allem irgendwann, wir müssen halt noch viel arbeiten, es kommen neue Spieler dazu und irgendwann werden wir den Weg nach oben schaffen. Also da sehe ich jetzt kein großes Hindernis da drin. Es ist halt dieses Jahr mit Sicherheit zu spät. Wichtig ist, dass man die Fehler, wo man in der Saison gemacht hat, in der neuen Saison einfach nicht mehr macht. Und die haben wir erkannt und ich denke, dass wir die in der neuen Saison auch abstellen werden. Was sagen Sie zum Spiel heute, zum Spielverlauf? Ja, zum Spielverlauf muss man trotzdem sagen, es war eigentlich relativ ein faires Spiel. Wir haben diese zweite Bälle einfach nicht bekommen, das Mittelfeld immer nicht in den Griff bekommen. Und aufgrund dessen war der Sieg jetzt dann meiner Meinung nach auch verdient. Oder selbst ein Unentschieden, ob das letzte Tor, wo man da noch aufgemacht hat, ob das jetzt fällt oder nicht. Aber ich denke, dass Hagsfeld verdient aufgestiegen ist über die Runde, wenn man das so sieht. Umstrittene Schlüsselszenen im Spiel waren sicherlich das Elfmeter und die gelb-rote Karte. Vielleicht aus Ihrer Sicht umstritten. Und was sagen Sie dazu? Ach, ich möchte es nicht sagen, wenn man im einzelnen Führung geht, hätte man es eigentlich einfacher gehabt. Ja, dass man sagt, oh, man lässt die kommen. Und aber wir haben eigentlich nie richtig in das Spiel reingefunden, diese gelb-rote Karte, wo dann zum Schluss war. Ich denke, dass die nicht mehr spielentscheidend war. Ja. Wir können doch einfach heute nicht zulegen. Und um das Spiel richtig, sagen wir mal, 2-0 oder 3-0 nachzulegen, das war halt nicht der Fall. Und das hat man irgendwo gespürt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von den einen oder anderen Spielern, weil sie ja immer höherklassig und drum und dran gehen wollten. Da hätte sie die Chance gehabt, mal was zu zeigen. Ja, gerade diese Spieler, die qualitativ für die A-Klasse manchmal zu gut sind, in Anführungsstrich, ja, oder wovon ich schon gespielt habe. Aber die Moral und das von Hagsfeld und vom Teamgeist her, denke ich, habe die es jetzt auch heute auch wieder verdient gehabt, den Sieg. Ja. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ja, in der Mannschaft, klar ist die Enttäuschung jetzt eigentlich groß, ja, nach so einem Spiel. Aber ich denke ja genauso, dass jetzt irgendwo die Mannschaft das Revue passieren lässt und eine neue Runde ist halt, wird wieder neu gestartet. Und ich denke, dass man dann diese Fehler noch einmal, was man letzte Saison gemacht habe, in eine neue Saison nicht mehr passieren würde. Sie haben jetzt schon ein paar Mal die Fehler in der Saison angesprochen. Könnten Sie ein paar Details dazu nennen, welche Fehler das waren und wie Sie denen beikommen wollen? Ja, es ist einmal, man muss ja sagen, wir haben eigentlich einen riesengroßen Kader gehabt. Ja, der ein oder andere Spieler war jetzt nicht bereit, das Letzte zu geben, sondern das meine ich in der Art, das geht es locker. Man hat auch in der Winterpause dementsprechend Spieler verloren, auch dementsprechend wieder Spieler geholt. Aber es war eigentlich dann mehr um die Spieleranzahl aufrecht zu erhalten. Aber nicht qualitativ. Ja, jetzt haben wir eine neue Saison mit den Neuzugängen, was wir hier schon geholt haben. Es sind ja 4 Verbandsligaspieler dabei und drum und dran. Und ich denke, dass es dann nächstes Jahr mit Sicherheit anders oder besser aussehen wird. Ja. Also nächstes Jahr wollen Sie den Aufstieg angreifen, die Meisterschaft? Wir wollen immer aufsteigen. Ja, wir wollen nicht irgendwo um Platz 5 oder 6, sondern faktisch, wir wollen eigentlich immer aufsteigen. Ja, das ist das Ziel. Wir gewinnen, wir wollen jeden Sonntag gewinnen. Und wenn wir jeden Sonntag gewinnen, dann steht man irgendwann ganz oben. Ja. Herr Kraus, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und viel Erfolg dann für die nächste Runde. Danke vielmals.